Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen Action-Haul. Habt ihr euch schon fast gedacht, ne? Steht im Titel. Ich quatsche auch nicht lange rum. Wir starten direkt durch in dieses Video, denn ich habe ein paar schöne Schätze gekauft. Als Inspiration für euch soll dieses Video dienen und ich würde sagen, let's go. Und zwar zeige ich euch zuallererst diese wunderschönen Teile hier. Ich fand die so schön, eben für Muffins oder kleine Törtchen. Habe ich in doppelter Ausführung gekauft, einmal in Rot und einmal in Schwarz. Und für den Preis habe ich mir gedacht, kann man nichts falsch machen, habe ich super gerne zu Hause solche Produkte hier. Denn ja, mit Kindern backt man ja dann doch öfters mal und dann hat man so schöne Förmchen. Für den Liam durfte dann diese Mütze hier mit. Ich fand die so witzig. Gibt es übrigens in verschiedenen Farben. Und diese Lichter hier, die kann man verstellen. Also einmal leuchten sie komplett durch, dann bleiben sie einmal stehen, dann leuchten sie ein bisschen schneller. So, fand er ultra spannend und deshalb durfte die mit. Jetzt könnt ihr von mir denken, was ihr wollt. Meine Männer werden mich mit Sicherheit auslachen, aber ich habe sie trotzdem gekauft. Und zwar diese coolen Pantoffeln hier, diese Hausschuhe. Der Liam wird mit Sicherheit seinen Spaß haben, wenn ich die dann tragen werde. Wie süß sind die bitte? Es gab auch noch andere Hausschuhe, die definitiv wärmer sind, aber ich habe mich dann für diese hier entschieden. Sind auch ultra weich und ja, wie gesagt, ihr dürft mich jetzt auslachen. Offiziell. Dann weihnachtlich machen wir weiter mit Tischdecken. Also eine Tischdecke. Ich habe sie in doppelter Ausführung gekauft, denn wir haben ja einen großen Tisch. Und eigentlich wollte ich nichts Rotes kaufen. Aber Rot ist ja typisch fürs Weihnachtsfest. Und deshalb durfte sie mit hier in diesem Satin. Richtig schön, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit weißem Geschirr zum Beispiel. Und das Ganze schön dekoriert mit den üblichen Dingen, die man eben auf den Tisch legt zum Weihnachtsfest. Und dazu passend habe ich dann noch die Servietten gekauft. Auch in doppelter Ausführung, denn in einer Packung waren nur 4 Stück und wir sind ja 7 Personen. Ja, also hier zweimal die Tischdecke und zweimal die Servietten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es übrigens auch in Schwarz. Vielleicht ist es in Schwarz nochmal schöner für euch, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe tatsächlich eine schwarze Tischdecke. Hat meine Mutter schon gesagt, was, schwarze Tischdecke, ne? Ist ja gar nicht so schön, aber wenn man das schön dekoriert, also ich habe die zum Beispiel an Silvester auch sehr, sehr gerne auf dem Tisch mit Gold und passt immer ganz gut. Washi Tape durfte mit, auch weihnachtlich, dann eben um die Weihnachtskarten zu verzieren. Da freue ich mich auch schon drauf, fand ich sehr schön. Weihnachtliche Aufkleber gab es leider keine, habe ich nämlich danach gesucht. Der Liam liebt Aufkleber. Ich habe andere gekauft, sage ich euch später noch was dazu. Hier noch diese wunderschönen Ohrringe für mein Patenkind, fand ich ultra süß. Bin gespannt, ob sie ihr auch gefallen. Geschenkpapier, ja, ein bisschen unspektakulär, aber das darf halt hier auch nicht fehlen. Liam hat schon damit gespielt, er dachte wahrscheinlich, das wäre ein Lichtschwert, ne? Aber kann man natürlich noch verwenden. Dann hier diese Schneeflocken als Streuartikel, wenn man Karten verschickt, mache ich die immer mit rein. Wahrscheinlich zum Leidwesen von demjenigen, der das dann aufmacht, also die Karte aufmacht, weil die dann alle durch die Gegend fliegen. Jetzt erstmal die Mütze hier ausgemacht. Was habe ich noch gekauft? Ja, hier in mehrfacher Ausführung so eine Geschenktüte, denn ich mag das ja gerne, wenn man ein Geschenk überreicht und das hier eben in so einer schönen Tüte machen kann. Nichts Weihnachtliches, aber was man eben auch alltäglich braucht, Shampoo für den Liam von Penaten. Schaut da einfach mal bei Action vorbei. Ihr werdet wirklich viel Geld sparen, weil es definitiv günstiger ist als in der Drogerie. Unspektakulär, Haargummis für die Mähne. Ich muss dringend zum Friseur, echt, die sehen so schlimm aus. Also, Haargummis, dann habe ich hier so ein Körbchen gekauft. Es geht jetzt erstmal nicht so weihnachtlich weiter, aber ich habe noch ein paar schöne Sachen. Hier dieses Körbchen, das gibt es übrigens auch in Schwarz, habe ich mir gedacht, vielleicht fürs Bad, wenn man die kleinen Handtücher reinlegt oder zum Beispiel auch für den Hauseingang, wenn man das irgendwie schön dekoriert. Ich muss mal gucken, was ich daraus mache. Der Liam hat sich dann noch hässliche Socken ausgesucht, aber der Frieden willen habe ich sie gekauft. Er liebt Spider-Man. Ich finde sie nicht so schön.
Tape, auch völlig unspektakulär, kaufe ich aber auch gerne bei Action, so ist es grammatikalisch richtig. Ich habe nämlich eine große Verlosung auf Instagram gestartet. Ich habe 50 Hula-Hoop-Reifen gekauft und die wollen jetzt alle verpackt werden. Und deshalb habe ich nochmal Tape gebraucht. Für die Küche auch unspektakulär hier diese Veleda-Tücher, die durften eben auch mit. Und als Tipp auch noch von mir, falls ihr Schulsachen braucht, schaut da auch gerne mal bei Action vorbei. Die Sachen sind auch definitiv günstiger. Die sind von Stadler und meine Kinder lieben die für die Schule. Sind wie gesagt definitiv günstiger als in anderen Geschäften. Hefte habe ich auch einige gekauft. Schaut da wirklich mal vorbei, wenn ihr Geld sparen möchtet. Aufkleber hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich euch dazu noch was sagen möchte. Und zwar liebt der Liam, wenn wir essen gehen zum Beispiel, Aufkleber in Hefte zu kleben oder auf ein Stück Papier. Also da ist er wirklich beschäftigt. Weihnachtsaufkleber gab es leider keine. Habe ich sehr lange danach gesucht. Wie gesagt, gab es nicht, deshalb durften diese hier mit. Ich habe ihm dann noch zwei Hefte gekauft. Einmal dieses Sticker-Album hier. Da kann er dann die Punkte eben auf die jeweiligen Tiere kleben. Fand ich auch total süß. Und hier gab es dann ganz viele Tieraufkleber. Ja, aber wie gesagt, weihnachtliche eben keine. Ist nicht schlimm, ne? Wird er verkraften, der kleine Liam. Ich habe dann noch so einen Block hier mitgenommen. Fand ich auch total schön. Kann man einiges dazu basteln. Ich zeige es euch mal so. Also da gibt es ja einige tolle Sachen bei Action, um auch Karten selbst zu gestalten und selbst zu kreieren. Man geht, glaube ich, aus keinem Action raus, ohne Servietten zu kaufen. Ich weiß es nicht, das ist so ein Phänomen. Die mussten aber mit, weil ich die so schön fand für den Herbst. Die sind ja auch relativ groß, sodass man zum Beispiel auch eine rausnehmen kann und sie in die Mitte vom Tisch legen könnte, um es dann zu dekorieren. Die fand ich auch total süß, deshalb durften sie auch mit. Und hier ist übrigens noch die andere Packung der Servietten. Mulltücher habe ich auch noch gekauft, da könnt ihr auch mal schauen. Da gibt es so, so viele schöne Motive bei Action und vor allen Dingen so günstig. Ich habe mich jetzt für diese beiden entschieden. Ich wollte diese hier verschenken. Meine Freundin bekommt nämlich ein Mädchen. Deshalb mache ich das jetzt mal nicht auf, aber ich kann euch mal hier eins aufmachen, damit ihr das mal sehen könnt. Ich habe davon auch schon mal eine Packung gekauft gehabt. Jetzt kriege ich das natürlich nicht auf. Und bin wirklich auch nach dem Waschen noch zufrieden gewesen, obwohl die so günstig waren. Ich glaube um die 2,50 Euro oder knapp 3 Euro. Und zwar lege ich die zum Beispiel auf die Wickelauflage. Ne, damit die Wickelauflage, die große, nicht schmutzig wird, lege ich das so drauf. Und dann kommt eben das Kind drauf. Total schön. Vielleicht eben auch als Tipp für euch. Fürs Bad auch wieder unspektakulär, ne, um die Toilette zu reinigen. Das wollte ich mal mitnehmen und ausprobieren. Fürs Gäste-WC, um die Hände zu waschen. Und das hier auch für euch als Tipp, fand ich total schön, auch vom Preis her, also Preis-Leistung. Das ist so eine Holzplatte und hier ist so ein Metallteil, da wollte ich eine Kerze draufsetzen, das noch mit Zweigen dekorieren und dann eben am 1. November ans Grab meiner Schwiegereltern legen. Ich finde es immer sehr schön, wenn ich da was selbst mache. Also das mache ich auch tatsächlich jedes Jahr, dass ich da irgendwie ein Gesteck zusammenstecke, um es dann hinzulegen. Und jetzt klingelt es natürlich an der Tür. Es ist immer so hier in diesem Haus. Ich bin gleich wieder da. So, wie immer hier in diesem Haus. Unsere Waschmaschine ist kaputt. Falls gerade jemand, der sie uns hoffentlich repariert. Also nochmal zurück zu diesem Teilchen hier. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ich das in eben schön dekoriere, eben fürs Grab meiner Schwiegereltern. Kann man natürlich auch auf den Esstisch stellen oder an den Hauseingang, wie auch immer. Hier ist es auch nochmal abgebildet. Für den Preis wollte ich das unbedingt mitnehmen. Der Liam hat auch an die Bella gedacht, hat hier ein paar Leckerlis mitgenommen und dann machen wir jetzt mal weihnachtlich weiter. Ich habe es euch versprochen, ist allerdings, glaube ich, das Einzige, was jetzt noch kommt, weihnachtlich angehaucht. Kann man aber natürlich auch so verwenden. Und zwar dieses Holzbrett hier, das war so günstig. Ich glaube, ich habe nicht mal 3 Euro dafür bezahlt. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man auch das eben weihnachtlich dekoriert. Aber auch für Gäste zum Beispiel, wenn man Schälchen draufstellt und Tapas reinmacht. Oliven, was weiß ich, ne? Fingerfood.
mehrere Schälchen einfach draufstellen und das so auf den Tisch. Die Schälchen habe ich übrigens auch neu gekauft. Fand ich auch sehr, sehr schön. So, in verschiedenen Farben gerade. Das hat mir eben sehr gut gefallen, dass das nicht so einheitlich ist. Was habe ich noch gekauft? Hier diese Teile. Wobei, das ist auch noch so ein bisschen weihnachtlich hier. Habe ich in doppelter Ausführung gekauft. Kann man zum Beispiel Kinderbonbons reinlegen oder ja, was Süßes auf den Tisch stellen. Eben auch sehr weihnachtlich. Und raschel, raschel, wie gesagt, in doppelter Ausführung. Für die Küche habe ich dann noch diese Teile hier gekauft. Habe ich super gerne fürs Waschbecken, fürs Bad. Total unspektakulär. Ist aber eben auch günstiger. Dann hier diese Teile für die Zähne. Die mag ich sehr gerne. Sind sehr, sehr wichtig. Dürfen bei mir im Bad nicht fehlen für die Zahnzwischenräume. Das durfte noch mit. Für die Küche habe ich eigentlich auch aus Glas. Das ist so eine Auflaufform. Aber die ist mir einmal quer durch die Küche geflogen, weil ich sie ausgeräumt habe. War natürlich kaputt. Passiert mir mit der hier nicht. Habe ich schon benutzt. Richtig cool von der Größe. Ich habe sie aber extra nochmal hergeholt, damit ich sie euch zeigen kann. Und zu guter Letzt durfte dann noch dieses Teilchen hier mit. Ich weiß nicht, ob es so cool ist, wenn ich ehrlich bin, aber mir fällt immer fast der Arm ab, wenn ich Insta-Story mache. Und dafür habe ich mir das jetzt mal gekauft. Wer lesen kann, ist allerdings klar ein Vorteil. Da ist nämlich kein Mikrofon dabei. Steht auch hier. Hätte ich mir mal besser angucken müssen. Mikrofon brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich fand das ziemlich cool für den Liam. Also, nicht schlimm, dass es nicht dabei ist. Wie gesagt, hätte ich mal besser drauf geachtet. Ja, das war es soweit von meinem Action-Einkauf. Vielleicht war ja der ein oder andere Tipp für euch dabei. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich muss jetzt wieder runter zur Waschmaschine. Ich hoffe, dass er sie reparieren kann. Wollte mich aber noch ordentlich von euch verabschieden und euch den Rest zeigen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sehr schön.